Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. In diesem Video nehmen wir dich mit nach Andalusien, nach Malaga und auf die letzten Tage unserer bisherigen Radreise. Dies wird also zunächst der letzte Vlog unserer Radreise werden, aber nächsten Monat brechen wir wieder auf und diesmal ohne Zeitlimit. Also freut euch auf viel neuen Content. Wir sind jetzt kurz vor Marbella. Wir fahren hier nämlich direkt am Mittelmeer entlang. Hier klagen wir darüber, wie schwer es ist, die Mittelmeerküste zu befahren, da wir entweder direkt am Meer, aber auf sandigen, unbeständigen und steilen Pisten unterwegs sein müssen oder aber weiter oben nur die Autovia fahren können, eine Schnellstraße ohne Radweg und ohne Seitenstreifen. Glücklicherweise gab es kurz nach dieser Szene schon einen neuen Plan. Das sind alles unsere Einkäufe und ihr fragt euch jetzt sicher, wie wir die an unserem Fahrrad überhaupt transportieren wollen. Die Antwort lautet schlicht und einfach gar nicht. Denn wir werden jetzt hier an Ort und Stelle gleich abgeholt. Und zwar von Ralf, einem deutschen Auswanderer, der in den Bergen Andalusien sein Glück gefunden hat. Auf der Ferienwohnanlage Little Paradise halfen wir Ralf mit vermieteten Bungalows und durften im Gegenzug einen davon kostenfrei bewohnen. Das ganze Modell nennt sich Urlaub oder Wohnen gegen Hand und man findet Angebote und Gesuche auf Foren oder in Facebook-Gruppen. Hier blieben wir über einen Monat, machten Pause vom Radfahren, arbeiteten an Videos und wenn gerade mal kein Kalima-Sturm wütete, eine Wetterlage, bei dem Sand aus der Sahara nach Europa geweht wird und den Himmel dunkelorange färbt, schauten wir uns Malaga an. Die Kathedrale de Malaga stammt aus der spanischen Renaissancezeit und ist auch als La Manquita, die Einarmige, bekannt, da der Bau 1782 aus Geldmangel eingestellt und der Südturm bis heute nicht fertiggestellt wurde. Da der Eintritt umsonst war, gingen wir noch ins Museo de Malaga. Wie gesagt, war alles umsonst, war sehr gut, tatsächlich, hat uns extrem überrascht. Richtig cool über die Geschichte von der Stadt, wie damals die Steinzeitmenschen hier gehaust haben, dann die Phönizier, die Ägypter. In den Höhlen. In den Höhlen, wie die Ägypter hier gesiedelt haben, dann kamen die Römer und dann kamen die Mauren. Also ziemlich geil, interessant, wirklich cool. Ja, und wie ihr seht, selbst in Malaga gibt es Dauerregen. Ihr wisst es ja, da wo wir uns befinden, ist einfach Dauerregen. Morgen fliegen wir nach Marokko und tatsächlich ist ab morgen hier strahlender Sonnenschein mit 21 Grad. Wir hatten hier 4 Wochen Scheißwetter in Andalusien. Habe ich da gerade Marokko gehört? Denken sich bestimmt ein paar von euch. Ja genau, von Malaga aus sind wir für mehrere Wochen nach Marokko gereist. Dort haben wir unglaublich viel erlebt und es wird dazu noch einen eigenständigen Dokumentarfilm geben. Hier sind wir im Römischen Theater in Malaga und das Besondere daran ist, es wurde erst 1951 überhaupt entdeckt. Direkt oberhalb des Römischen Theaters liegt Alcazaba, zu Deutsch Zitadelle, eine Festungs- und Palastanlage aus maurischer Zeit. Besonders gut an Malaga hat uns gefallen, dass es im Gegensatz zu anderen Städten wie Sevilla wirklich erschwingliche Eintrittspreise oder sogar kostenlose Aktivitäten gab. Von Alcazaba hat man nochmal einen schönen Ausblick auf Malaga. Den Tag kann man gut unten am Hafen ausklingen lassen und bei Nacht nochmal an der beleuchteten Kathedrale vorbeischlendern. Ja, einen schönen guten Morgen. Heute geht's weiter! Es geht weiter! Wir fahren heute weiter! Wir fahren heute los mit dem Fahrrad! Es geht weiter! Okay, alles klar. Die Drogen setzen wir heute Abend mal ab. Ja, nach 2 Monaten Pause von unserer Radreise. Es geht weiter! Ein Monat davon in dem Bungalow, wo wir Videos geschnitten haben und ein Monat in Marokko mit dem Mietwagen. Heute Abend sind wir wieder im Zelt!
geht's heute Abend, heute jetzt mal weiter und ja, wir fahren jetzt durch das andalusische Inland, denn die Straße an der Küste, der Radweg, der Eurovelo 8, der ist unfahrbar und das heißt, wir müssen jetzt mal durchs Inland fahren und unser Ziel ist jetzt, also unser nächstes Etappenziel ist nach Barcelona zu kommen. Das sind jetzt 1000 Kilometer mit 8000 Höhenmetern, die auf uns warten, also es wird auf jeden Fall extrem knackig werden. Und ihr seid natürlich mit dabei und wir wünschen euch schon mal viel Spaß bei unserem neuen Radreiseabenteuer. Es geht weiter! Freude und Trauer liegen bekanntlicherweise nah beieinander. Und so stand für die Weiterfahrt der Abschied von Ralf an. Komm her. Ja, dankeschön. Wir kommen hier gerade gar nicht vom Fleck und das liegt nicht daran, dass wir nicht mehr Fahrrad fahren können nach so langer Zeit. Das liegt daran, dass wir die ganze Zeit, wo wir hier waren, einfach so schlechtes Wetter hatten, dass wir diese Landschaft gar nicht so richtig wahrnehmen konnten, weil die immer in Nebel und Wolken und Regen gehüllt war. Und jetzt hängen wir hinter jeder Kurve und sagen, oh mein Gott, halt an, es ist so schön. Wir müssen Fotos machen, wir müssen es filmen, wir müssen es genießen. Es ist so schön hier. Okay, zugegeben, nicht nur die wunderschöne Aussicht hinter jeder Ecke, sondern auch noch das ein oder andere Problemchen ließ uns den ersten Tag ein bisschen langsamer vorankommen. Ja, also man merkt, dass wir 2 Monate nicht auf dem Sattel saßen. Ich musste jetzt erstmal meinen Sattel wieder neu einstellen. Ich habe mich ins Teer gesetzt. Oder eigentlich nur auf die Straße. Und ja, 2 Monate Pause vom Radreisen, das macht schon etwas mit einem. Aber vielleicht fuhren wir auch einfach nur mit einer riesengroßen rosaroten Brille umher. Und da passieren solche Dinge dann schon mal. Pause. Erwischt! Pausen machen uns genauso viel Spaß wie das Radfahren selber. Aber bei diesem Auf und Ab in den Bergen von Andalusien ist ein schattiges Plätzchen und ein kühles Getränk auch gestattet, oder? Hier bleiben wir für heute Nacht. Das ist ein Picknickplatz von der kleinen Ortschaft hier. Den Namen habe ich leider vergessen. Rio Gordo. Rio Gordo, genau. Eigentlich muss man sich bei der Kommune anmelden, wenn man hier campen möchte, aber ich denke mal... Heute ist Sonntag, das kann man machen. Heute ist Sonntag, heute ist Sonntag. Schön die Fahrradbeinchen säubern. Ja, liebe Leute, was sollen wir euch sagen? Wir waren im 7. Himmel. Wir haben einen wunderschönen, naturbelassenen Platz gefunden, wo wir uns ausbreiten konnten, duschen konnten, Wäsche waschen konnten, Wasserzugang hatten. Das Solarpanel lädt noch eine Powerbank in der Sonne und wir bauten in Ruhe unser neues Zelt auf.
Seid mal ehrlich, zusätzlich noch mit den Tischen und Bänken und den schattigen Bäumen, gibt es eigentlich einen schöneren, perfekteren Wildcampingplatz? Wie hast du in dem neuen Zelt geschlafen, Schatz? Ganz gut, würde ich sagen. Also, ich fand's auch gut. Ich fand das Raumgefühl wieder viel größer, ganz anders als beim Tunnelzelt. Dafür haben wir jetzt natürlich keine wirklich große Abside mehr. Aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt zum Sommer hin vom Regen verschont werden. Von daher ist das total cool, wieder in so einem riesengroßen Innenzelt zu schlafen. Und ich fand es echt gut durchlüftet, muss ich sagen. Was sagst du, Schatz? Ja, kann ich so unterschreiben. Gut gelaunt und ausgeschlafen starteten wir in unseren zweiten Tag durch die Berge von Andalusien und puh, wenn man sich die Drohnenaufnahmen so anguckt, haben wir uns da ganz schön was vorgenommen. Aber davon ließen wir uns nicht abschrecken. Und ja, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt auch mal. Viele Passagen mussten wir einfach aufgrund der hohen Steigungen schieben. Aber es gab auch an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken. Und hey, ist euch was aufgefallen? Das Wetter spielte mal mit. Es war ultra heiß und wir hatten strahlenden Sonnenschein. So, Zeit für eine Mittagspause. Das lassen wir uns nicht entgehen. Der Weg ist ganz entspannt hier, würde ich sagen. Wir fahren hier durch kleine Dorfschaften und wenn man hier in Spanien ist, kann man sehr günstig Mittag essen. Deswegen setzen wir uns jetzt mal hier hin. Ich gebe mal die Elektrogeräte rein und lade die für heute Abend auf. Ja, hier eine Situation, wie man sie realer wirklich nicht hätte einfangen können. Die Kamera am Fahrrad läuft, Fabian kümmert sich um die Drohne in einer Pinkelpause von mir eigentlich. Also hier seid ihr jetzt quasi ganz hautnah mit dabei. Und da uns die Berge schon ganz schön schlauchten, schauten wir schon mal so langsam links und rechts, um eventuell schon einen Platz für die Nacht zu ergattern. Doch da erschlich uns schon eine Vorahnung. Nein? Nee. Alles Olivenbäume hier. Dann gehört das alles immer jemandem, ne? Man kann sich da mit Sicherheit hinstellen, aber wenn jemand vorbeikommt und ich weiß nicht, wie die Spanier reagieren, wenn die keinen Bock auf einen haben, dann verscheuchen die einen. Das ist nicht abgesperrt. Das ist auch teilweise ebener Boden, aber es sind überall Oliven, wie jetzt zum Beispiel hinter dir, sind alles diese Olivenbäume. Und die gehören natürlich alle irgendjemandem. Und ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt draufstellen sollen. Einfach.
Da oben kommt gleich noch ein Sportplatz, Fußballplatz, aber... Ja, uns bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als weiterzufahren, bergauf natürlich. Halt wirklich, es ist wirklich brutal. Also wenn ihr euch das hier anguckt, so zieht sich das bis nach Barcelona durch. Es geht nur hoch und runter. So ging das also noch eine ganze Zeit weiter, bis dieser nette Holländer uns rettete und mit zu sich nach Hause nahm. Der Weg bis dahin war zwar auch nicht gerade einfach, aber wir schafften es und waren dankbar, unser Zelt aufstellen zu dürfen. Kurz darauf sollten wir erfahren, dass dies die letzte Nacht unserer Reise sein würde. Zwei Anrufe von zu Hause, die unabhängig voneinander, aber fast gleichzeitig bei uns ankamen, beendeten sofort unsere Reise. Wir fuhren auf direkten Wege zur Küste und zum nächstgelegenen Flughafen. Doch dies war nur die erste Staffel. In wenigen Wochen starten wir erneut zu einer Weltreise mit dem Fahrrad. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Mit einem kostenlosen Abo für diesen Kanal trägst du wesentlich zur Produktion neuer Videos bei. Vielen Dank und bis ganz bald zu Staffel 2 von Weltreisen kann jeder. Come on, follow your dreams.